Herzlich willkommen zur 575. Lesung von Allabendlich Queer. Heute wieder mit einem sehr beliebten Wiederholungstäter. Hallo Irwin, schön, dass du da bist. Hallo, mit Diva. Mit Diva, die hat uns gerade schon im Vorprogramm sehr gut unterhalten mit ihrem Schwänzchen, das die ganze Zeit eifrig im Bild war. Sorry. Irwin, du bringst uns ja nicht was Neues mit, aber eine neue Ausgabe. Ja, das ist jetzt also Jahre des Sturms. Vorher war es die Sturmserie. Und das ist das Prequel oder das vorherige Prequel, was mal Band 4 war. Jetzt ist es Band 1 und der Start. Da hat sich nicht ganz so viel verändert, außer so ein paar Weichen anders gestellt, damit die Bände danach dann viel Neues enthalten können. Wir sind alle gespannt. Ich stelle mich auch sofort stumm und sage Bühne frei für Irwin J. Gendel. Ja, ich muss mal eben hier da dran kommen, wenn du mich mal daran lässt. Vielleicht wäre das nicht schlecht. Ja, falls mich noch irgendjemand nicht kennen sollte, ich bin also Irwin, ich bin nicht binär, Pronomen er oder auch trans ohne Transition oder weiblich gelesene Person mit imaginären Penis. Eine sehr schöne Beschreibung, finde ich. Ja, das ist wie gesagt die Diva. Ja, also das Buch heißt jetzt Cunning Hill. Das war eben vorher mal der Sturm erwacht. Und ja, deshalb, während ich dieses Buch geschrieben hatte, damals als Prequel, hatte ich einen Haufen Ideen, was ich alles in die Serie hätte einbringen können und wie ich das fortsetzen könnte, wenn ich davor nicht ein paar falsche Entscheidungen getroffen hätte und mich in irgendwelche Sackgassen manövriert hätte. Deshalb also eben diese Neuordnung. Und das ist jetzt eben Band 1 mit ein paar neuen Weichen, damit zum Beispiel Band 2, das ist dann komplett neu und noch nie veröffentlicht, damit sowas dann da eingebaut werden konnte. Das war vorher halt nicht mehr möglich. Ja, Cunning Hill ist der Name der Reisplantage in der Nähe von Charleston in South Carolina. Und hier wächst Gail auf, unser MC. Wir befinden uns im Jahr 1986. Er ist derzeit fast 18 Jahre alt. Ein nachdenklicher junger Mann, aber er hat auch noch ein paar Flausen im Kopf. Ja, ich habe eine Lesung, eine pikante Stelle ausgesucht, die eine meiner Testleserinnen mal frivol genannt hat. Ja, wer der Sturm erwacht gelesen hat, kennt das Stichwort Gemüse. Deshalb habe ich gesagt, ich bringe Gemüse mit. Für alle anderen wird es jetzt frivol, die es nicht kennen. Ja, irgendwie ist es blasphemisch. So, dann gehen wir mal los und du hältst den Rand. Nicht einmischen. Lass das. Gail hasste Sonntage. Es war der einzige Tag in der Woche, an dem außer der Versorgung der Tiere keine Arbeiten anstanden. Dennoch durfte er nie ausschlafen. Er hatte gelesen, dass eine romantische Vorstellung vieler Paare darin bestand, gemeinsam aufzuwachen und gemütlich im Bett zu frühstücken. Abgesehen davon, dass er keinen Partner hatte, arbeitete er am Samstag in Johnsons Warenlager und am Sonntag, es konnte kommen, was wollte, Gewitter, ein Tornado, der Weltuntergang, musste er früh raus, um zur Kirche gehen. Ohne Frühstück. Gail dachte nicht daran, sich an Letzteres zu halten und hatte immer ein Glas mit Haferflocken in seinem Fußboden versteckt. Am Vorabend hatte er sich einen Fruchtjoghurt aus der Küche gemopst, der jetzt zwar etwas warm, aber noch gut war. Er aß ihn zusammen mit den Haferflocken, während er sich in den einzigen Anzug quetschte, den er besaß. Er war schon eine Weile daraus herausgewachsen, aber Elisabeth meinte, der ginge noch. Vermutlich hatte sie bloß keine Lust, ihm so kurz vor dem College noch einen neuen zu kaufen. Tanisha hatte versucht, den Stoff auszulassen, doch viel hatte er nicht hergegeben. Für die Abschlussfeier würde sie ihm einen neuen nähen, hatte sie ihm versprochen. Gail stahl sich in die Küche hinunter, um die Joghurtschale abzuspülen. Außerdem stellte die Köchin dort stets verbotenerweise eine Kanne Kaffee bereit. Einmal hatte Gail William in der Küche getroffen, der sich ebenfalls einen Kaffee eingegossen und sogar ein frisch gebackenes Croissant von der Anrichte genommen hatte. »Mein Kreislauf«, hatte er erklärt, sich sichtlich ertappt fühlend. »Ich habe mich nach dem Aufstehen so schwach gefühlt. Ich musste etwas essen.«
Wieso gibst du nicht einfach zu, dass du die Regel kacke findest und keinen Bock hast, stundenlang mit knurrendem Magen in der Kirche zu sitzen? William hatte ihn erschrocken angesehen. Wie redest du? Und so ist das nicht. Es ist Gottes Gebot, das ich befolgen möchte. Ich wollte nur keinen Schwächeanfall erleiden. Ist Gott dann auch für deinen Kreislauf verantwortlich? Das ist Blasphemie, hatte William sich aufgeregt. Und Gail hatte es gelassen, sich weiter dazu zu äußern. Nachher verpetzte der Wurm ihn noch und Gail konnte den restlichen Sonntag nicht der Sodomie frönen. Wenig später versammelte die Familie sich vor dem Haus und fuhr in zwei Fahrzeugen zur nahegelegenen Methodistenkirche. Auch dort galt es, eine zweistündige Zeremonie zu überstehen. Der Prediger der Mount Zion hatte Gail gefressen, seitdem er ein paar unpassende Fragen gestellt hatte, sodass er sich musterhaft benehmen musste. Der Mann würde sich sonst unweigerlich bei Elisabeth beschweren. So blendete Gail das Geschwätz aus, über das er sich nur aufregen würde, ließ entweder seine Gedanken schweifen oder versuchte, seinen Kopf zu leeren und nicht zu denken. Letzteres war für ihn unmöglich. Pausenlos fiel ihm irgendetwas ein. Er stellte sich Gespräche mit verschiedenen Leuten vor, wie sie auf dieses oder jenes reagieren würden. Manchmal legte er ihnen Worte in den Mund, die sie nie sagen würden, aber seinen Geist befriedigten. Warum hasst du mich so? Wollte er in solchen imaginären Gesprächen etwa von Elisabeth wissen. Diese Frage stellte er oft, um jedes Mal eine andere Antwort zu ersinnen, die sich aus dem zusammensetzte, was ihm in Bruchstücken bekannt war. Es geht nicht um dich, erwiderte sie dieses Mal. Nicht direkt. Du bist wie ein Symbol für mein verpfuschtes Leben. Ich hatte nie eine Wahl. Meine Ehe mit Charles war schon beschlossen worden, als ich noch ein Kleinkind war. Alles drehte sich von Anfang an darum, mich darauf vorzubereiten. Niemand hat mich je gefragt, was ich gern gewollt hätte. Was wäre das gewesen? Ich denke, es hätte mir Spaß gemacht, den Laden meines Vaters zu übernehmen. Einkauf, Verkauf, erahnen, was die Leute interessieren könnte, mit den Kunden reden, die ganze Organisation. Verträumt sah Elisabeth ins Leere, während sie in Wirklichkeit eine Bank vor Geld kniete, den Kopf über dem Gebetbuch gesenkt. Sie erwähnte den Gemischtwarenladen ihres Vaters so häufig als leuchtendes Beispiel für wirtschaftliche Effizienz, dass Geld annahm, es hätte sie interessiert, dort einzusteigen. In meiner Generation und in dieser Gegend gilt aber wenig, was man möchte, fuhr sie in seiner Fantasie fort. Man muss sich in das fügen, was für einen beschlossen wird. Das ist wie ein ungeschriebenes Gesetz. Doch warum wird es so bedingungslos weitergegeben, wollte Gail wissen und erhob sich mit den anderen, um in einen Choral einzustimmen. Er hasste Choräle, wenn es wenigstens Spirituals wie in der Dorfkirche wären. William wird nie ein guter Farmer und Caroline liebt Elias nicht. Wieso sie dazu zwingen, so zu leben? Elisabeth zuckte die Schultern. Das ist die Tradition. Du behauptest immer, Tradition wäre Unsinn. Aber gut, als die Tradition erfüllt war, hast du dich dann leichter gefühlt, befreiter gefühlt? Wie kann man sich in diesem Käfig befreit fühlen? Gab sie zurück. Du weißt, ich verlasse fast nie das Haus. Es gibt keinen Grund dazu. Wir haben Angestellte, die alles erledigen. Für einen Einkaufsbummel fehlt das Geld. Und es würde einen Skandal darstellen, würde ich auf der Plantage helfen. Es gibt viele Frauen, die auf den Farmen mit anfassen, widersprach Gail. Manche leiten sogar selbst eine. Dann bräuchte man keine Angestellten und man hätte mehr Geld für die schönen Dinge im Leben übrig. Hochnäsig wedelte Elisabeth mit der Hand. Das sind einfache Bauern oder Viehzüchter. Wir sind Plantagenbesitzer. Die Lafayettes gehen auf die ersten Siedler zurück, die dieses Land urbar gemacht haben. Naja, eigentlich waren das die Sklaven, die hier verschleppt wurden. Lass das, zischte Elisabeth, sonst beende ich das Gespräch. Jedenfalls bin ich dazu verdammt, meine Tage in meinen Räumen im Herrenhaus zu fristen. Die meiste Zeit lese ich, denn die Buchhaltung macht ja jetzt die unfähige Paige. Du könntest dich mit deinen Kindern beschäftigen, schlug Gail vor. Dafür gibt es Nannies. Dich mit deinen Kindern zu unterhalten, sie zu umarmen, ihnen ein wenig Nähe zu schenken, ist also nicht schicklich für eine Herrin. Es gilt, den Haushalt zu organisieren, wich Elisabeth aus. Gerade hast du gesagt, dass du die meiste Zeit liest, warf Gail ihr vor. Du hast morgens eine Besprechung mit den Hausangestellten über den Tagesplan, misch dich dann in die Angelegenheiten der Plantage ein und für den Rest des Tages hast du nichts zu tun.
Werd ja nicht frech. Ich sag nur, dass du nachmittags, vorher sind wir ohnehin nicht zu Hause, Zeit hättest, mit uns zu reden. Elisabeth sah ihn verständnislos an. Über was denn? Er seufzte lautlos und kniete sich wieder im Gleichklang mit den anderen hin. Mindestens kam jetzt nur noch das Abschlussgebet. Vater unser, der du bist im Himmel. Endlich war es vorbei und die Gottesdienstbesucher breiten sich auf den Mittelgang ein, um sich am Ausgang vom Priester zu verabschieden. Jedes Mal, wenn Gail aus der kleinen dunklen Kirche hinaus ins Freie trat, kam es ihm vor, als wäre er soeben aus dem Gefängnis entlassen worden. So musste sich das anfühlen. Oder war Kirche noch schlimmer? In einem Gefängnis durfte man in seiner Zelle zumindest so sitzen, wie man wollte. Und man durfte denken, was man wollte. Religion bedeutete, Kontrolle über die Gedanken zu erlangen und wenn nicht einmal mehr die frei waren. Es war bei ihm schief gelaufen, dass es bei ihm nicht gelungen war. Doch wäre er glücklicher, wäre ein gedankenloses Schaf, das mit der Herde mitlief, sich den strikten Regeln unterwerfen, die nicht einmal Sinn ergaben und sich alles verbieten, was Spaß machte? Gail verzichtete darauf, mit den anderen im Auto zurückzufahren, sondern ging zu Fuß und aß dabei einen Müsli-Riegel, den er sich wie eine Pistole hinten unter den Gürtel geschoben hatte. In der Nähe des Hauses kam er an einer der Lichtungen vorbei, auf der Gemüse angebaut wurde. Sein Blick streifte den Mais und ein spontaner Gedanke formte sich zu einer Vorstellung, die ihn innehalten und zurück zu dem Feld gehen ließ. In Charleston gab es keinen Sexshop, jedenfalls nicht, dass Gail wüsste. Er hatte mal gehört, dass man Spielzeuge, Kondome und andere Sachen über Kataloge bestellen konnte. Doch wie sollte er an so einen Katalog kommen? Und wohin sollte er sich die Sachen schicken lassen? Oder sie bezahlen? Er hatte kein Konto, nur eine Geldkassette und er bezweifelte, dass man Katalogware bar bezahlen konnte. Entsprechend erfinderisch musste er sein. Glasflaschen eigneten sich nur bedingt. Plastikflaschen gingen schon besser, waren aber gewisse Risiken und waren selten so geformt, wie er sie gern gehabt hätte. Stöcke waren zu steif und zu gefährlich. Am besten hatte sich ein selbstgebauter Dildo erwiesen, der im Kern aus Stiften bestand, die Gail mit Schaumstoff umwickelt und dann in ein Kondom gepresst hatte. Bei jedem Gebrauch brauchte er ein zweites Kondom, um die Konstruktion nicht jedes Mal neu justieren zu müssen, aber es war besser als nichts. Absolut mega waren Maiskolben. Da Nelson heute Abend familiär eingespannt war und Gail Ashton erst morgen treffen würde, aber jetzt schon scharf auf ihn war, wäre ein Maiskolben eine wundervolle Beschäftigung. Er zog das Springmesser aus der Hosentasche und ließ es aufschnappen. Jeder hier draußen hat immer und überall ein Messer dabei. Nach einem absichernden Rundumblick schnitt Gail zwei schöne, gerade gewachsene Maiskolben ab, einer kleiner, der andere größer, noch nicht ganz reif, was für seine Zwecke aber unerheblich war. Auf dem Weg vom Feld fiel sein Blick auf das Beet daneben, wo sich ihm wie ein lüsterner Schwanz eine frühreife Zucchini entgegenreckte, mit rund 40 Zentimetern beinahe doppelt so groß wie der längere Maiskolben und auch um einiges dicker. Etwas so Riesiges hatte Gail noch nie ausprobiert, doch die Frage, ob er sie wohl reinkriegen würde, reizte ihn so sehr, dass er die Zucchini kurzerhand ebenfalls mitnahm. So, jetzt wisst ihr, warum ich gesagt habe, ich bringe Gemüse mit. Schon auf der Hintertreppe befreite er sich von der Krawatte und hatte sich halb aus dem Anzug geschält, noch ehe er die Tür seines Zimmers hinter sich abgeschlossen hatte. Die blöde Hose quetschte ihm die Eier ab und das nicht auf eine positive Weise. Noch unangenehmer war, dass sein Schwanz ungeduldig gegen den Reißverschluss drückte und nach Beachtung verlangte. Maiskolben, Zucchini, noch besser natürlich ein knackiger Arsch. Ashtons, aber auch Nelsons wäre okay. Egal was, ich will sie jetzt. Gail atmete auf, sobald er nackt im Zimmer stand. Da er gestern den Warmwasserboiler repariert hatte, beschloss er zunächst zu baden. Er ließ Wasser in die Wanne laufen und holte die improvisierte Analdusche aus dem Geheimfach im Fußboden. Wasser war zwar ein tolles Element, doch Gail gefiel es allenfalls als Vorspiel, da er fand, dass es zu sehr dämpfte. Die volle Empfindung hatte er sozusagen nur an Land. So reinigte er sich bloß gründlich und nutzte die Tülle des Spritzgebäcksbeutels, um seine Prostata zu reizen, sodass er bei Rückkehr ins Zimmer noch erregter war.